Alter, was hast du denn da? Gib mal her. Oh, schicki. Ja, das nehme ich. Oh, da gebe ich mir einen richtig geilen Schluck draus. Komm, und auf geht's. 3, 2, 1. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Und wie ihr gerade gesehen habt, meine wunderschöne Community-Tasse ist da. Wie gut finde ich das denn? Und ich lasse mir daraus jetzt ein wunderbares, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk schmecken. Und muss hier gerade noch was einstellen, sehe ich gerade in den Audio-Einstellungen. Ich mache euch den Ton noch ein bisschen leiser, damit ihr auch vernünftig hören könnt. So, das ist in Ordnung. Bestätigen. Und ja, ich wurde nach der letzten Folge mehrmals angeschrieben, unter anderem von Timo, der sich das auch nochmal gewünscht hat, wegen der Schraubenproduktion bei den schweren modularen Rahmen. Er meinte, dass ich da zu wenig hätte, aber tatsächlich ist das gar nicht der Fall. Laut meiner Liste brauche ich muss mal gerade gucken, 16 Mal Schrauben und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und da ist der 16. Und da bleiben dann nachher noch ein paar Dings übrig. Ein paar, na wie heißen sie, Eisenstangen. Das ist also alles cool. Kleiner Hinweis übrigens, das erste Mal, die erste Folge in 1440p. Wenn ihr also noch in 1080p guckt und aber einen besseren Bildschirm da habt, dann könnt ihr jetzt einmal in den Einstellungen gucken bei YouTube und die Auflösung nochmal ein bisschen höher ziehen. Satisfactory wird dadurch tatsächlich nochmal ein bisschen glatter. Nicht viel, aber es läuft. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Hier sind wir fertig. Wir müssen nach ganz oben und da habe ich tatsächlich schon ein bisschen was vorbereitet. Und es ist schon wieder ficke dunkel, merke ich gerade. Duster, duster. Genau. Und wir waren hier bei den Manufaktoren. Wie heißen sie? Heißen richtig, ja. Und die sollen unsere schweren Eisenplatten herstellen. Wofür wir erstmal Eisenplatten und Schrauben brauchen. Die Schrauben habe ich entsprechend schon mal hier hochgelegt, denn ich will hier so einen kleinen Servicegang rübersetzen. Und damit würde ich mit euch auch anfangen tatsächlich. Zack, wir drehen uns die gleich einmal zurecht und ballern das hier einmal komplett rüber auch. Ne, sodass wir hier die Bänder ein bisschen lang ziehen. Und ich habe festgestellt, das eine Band ist ein bisschen leerer als die anderen beiden. Das heißt, die beiden vorderen werden ganz normal links und rechts angespaxt. Und das hinterste wird nochmal in zwei aufgeteilt und wird dann etwa, ja, bei der Hälfte würde ich es, glaube ich, mit rein rieseln lassen, nennen wir es mal so. Also würde ich einmal anfangen mit, wir müssen dann hier lang. Ah, ich hasse das mit den Stangen. Meine Fresse, jedes Mal. Ne, wir gehen dann einmal hier rüber. Bauen uns hier unseren Gang lang. Bis wohin müssen wir? Eigentlich nur bis hier. Da will ich es dann ja hinzufügen. Aber ich glaube, der Optik halber. Obwohl, nee, ich habe eine coole Idee. Ha! Wenn man spontan mal morgens eine coole Idee hat. Wände. Da würde ich tatsächlich die geschlossenen, glaube ich, einmal nehmen. Die wir hier runterziehen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und dann hier nochmal. Ja, das ist ja bescheuert. Dann machen wir es einmal so. Abreißen müssen wir so oder so nochmal was. So, dann kommt die hier nochmal weg. Und dann machen wir hier oben einmal den Kram wieder weg, weil den wollen wir natürlich so nicht haben. Und stellen das Ganze hier unten auf Füße. Zack. 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 Ich bin hier nebenbei noch am Schreiben. So. Und dann ist das doch erstmal schon ganz cool. Hier kommt aber nur ein Dings runter. Wir haben hier 1, 2, 3. Das heißt, hier wollen wir die Schrauben hinzufügen und bauen dann so einen einzelnen Ausgang. Und da oben ziehen wir dann die hier lang. So,
So, so. Da können wir bis nach hinten rüber. Ne, wir müssen nur gucken, dass wir die hier vorne einmal irgendwie geteilt kriegen. Damit es alles auch so passt, wie ich mir das vorstelle. Oder lasse ich von da oben Lifte kommen? Das wäre auch eine Möglichkeit, ne? Ist, glaube ich, sogar die bessere Möglichkeit. Ne, hier machen wir dann trotzdem so. Dann machen wir aber so und da der Einzelne stimmt. Ja, so machen wir das. Zack. Ah, nicht wieder falsch rum. Ich hasse es wie die Pest. Meine Güte, was hat man sich denn dabei gedacht? Wahrscheinlich liegt es einfach nur an einem blöden Snap-Punkt, der nicht so richtig passt, wie er soll. Und dann geht es nachher alles hier lang. Moment, hier kommt unser Abfuhrschacht lang. Das heißt, hier drehen wir tatsächlich einmal und gehen dann wieder so ran. Und das Ganze ziehen wir bis hinten zur Wand durch. Und dann passt das auch. Okay. Soweit so schick. Und dann bauen wir uns einmal kurz eine Rampe da hinten hoch. Da wir da jetzt werkeln müssen. So, und dann haben wir hier die beiden vollen Bänder. Und das ist tatsächlich das, das nicht ganz so voll ist. Wir arbeiten hier noch mit den 300ern. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Hier kommt das rein. Weshalb ich mir hier erstmal noch einen Zugang bauen muss. Und dann gucken wir mal, ob das gerade... Ja, das bleibt gerade. Ist ja herrlich. So, das ziehen wir durch. Das kommt nachher nach hinten weiter. Was tatsächlich ein bisschen doof ist. Denn wie gesagt, das hier muss irgendwie gesplittet werden. Habe ich jetzt eine Kiste stehen? Nein. Sehr schön. Wie machen wir das? Wir hauen hier mal einen Splitter hin. Und hoffen, der passt. So. Und bis hier. Dann wird das nämlich genau halbiert. Das würde gehen. Sehr schön. Und hier bauen wir dann einmal ein Brückchen rüber. Wir haben ja hier ein bisschen Luft. Das heißt, können wir bis hier ran? Ach, komm schon. Ja, das geht. Das gleiche machen wir hier. Und dann gehen wir nämlich gleich wieder runter. Hier wird dann auch eins weiterführen. Wir machen das mal bis hier. Und gehen dann von hier dahin. So, es liegt natürlich da hinten echt scheiße, ne? Es wäre ja cleverer gewesen, das irgendwie nach hier vorne zu legen, da hinten schon, aber ich glaube, damit lässt sich so auch arbeiten. So, so, so. Das ist doch herrlich. So, und dann ziehen wir den Scheiß einfach rein. Jetzt liegen die natürlich immer noch verkehrt rum. Ja, eigentlich müsste das hier hin und das dahin. Wenn ich die von hier oben runterlaufen lasse. Und dann würden wir hier anfangen nämlich. Ja. Dann müsste hier der nächste sein. Ja. Und hier der nächste. Ja. Und dann brauchen wir den nämlich gar nicht. Sondern können die Bänder hier oben auch fusionieren. Ne? Ich wollte erst eigentlich die Bänder unten lang laufen lassen. Aber warum sollte ich das tun? Hier oben passt das ja eigentlich ganz gut. Ich habe auf dem Band ein bisschen weniger, was sollte trotzdem gehen. Dann nehme ich das nämlich einfach von denen hier weg. Wie viel brauche ich denn hier? 60, 120, 180. Habe ich 180 auf dem Band drauf? Müssen wir einmal gucken tatsächlich. Zack. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Komm, runter. Und jetzt müssten die Schrauben kommen. Yep, sehr schön. Wir können das... Ne, wir gucken hier unten. Das... Noch ein weiter runter. Kommt erst die Fabrikation. Ach, wir haben auch viele Ausgänge. Ich sollte die Tore noch irgendwie anders markieren. So, das heißt, auf dem Band werden produziert. Ach, komm, hoch da. Sind dann nur die drei?
Und da ist ein anderes Band. Okay. Also drei von denen sind 40, 80, 120, 160. Da müssen wir wohl früher rüberschibbern. Haben wir auf dem Band. Ich muss mir das jetzt ein bisschen immer wieder ins Gedächtnis rufen, weil ansonsten habe ich das in einer halben Minute wieder vergessen. Weil ich leider einen Kopf habe wie ein Sieb. So, einmal hier rüber. Hier liegen 160 drauf. Ja, müssen wir nach dem zweiten tatsächlich schon fusionieren. Ne, und dann liegen auf dem anderen Band nämlich 270. So, das heißt, wir brauchen hier Splitter. Eine Möglichkeit auf der richtigen Höhe. Hier Nummer 1. Jetzt kriege ich hier doch garantiert keine Wand mehr hin. Das habe ich mir doch gedacht. Müssen wir erst die Wände ziehen. Das ist immer das Gleiche. So, richtig rum am besten. Hier eins, hier eins, hier eins. Und dann die Splitter. Natürlich daneben, weil ich es so drauf habe. Zack. Nummer 1. Und Nummer 2. Beide sitzen. So, dann haben wir da 270. Also diese, es gibt ja nochmal eine bessere Splitter-Version, wo wir denn den Ein- und Ausgang auch ändern könnten. Das wäre hier tatsächlich optimal. Aber ich glaube, ich löse das einfach anders. Da kommt nochmal ein Splitter hin, dann kommt hier ein Fusionator, der das Ganze nach da abfördert. Und hier hinten nochmal ein Fusionator, tatsächlich. Ne, damit wir das Band hier nochmal teilen, weil sonst überlasten wir dieses Band. Das bringt ja überhaupt nichts. Ne, ich könnte jetzt mit Vierern, mit den nächstbesseren arbeiten, klar, aber macht jetzt auch keinen Sinn mehr, oder? So. Dann kommt das hier bis hier hinten. Dann brauchen wir hier erstmal einen Splitter. Markus, du Idiot. So, jetzt komme ich da wahrscheinlich gleich nicht mehr durch. Aber ich komme drüber. Ha. Einmal hier dran. Dann die verbinden. Und dann kommt der Rest nachher hier hinten rüber. So, das ist dann natürlich ein Problem. Aber das müssen wir gar nicht machen. So sollte das Ganze funktionieren. Die Frage ist, müssen wir hier schon wieder fusionieren oder gehen wir noch einen weiter nach hinten? Denn dann dürfte die Versorgung etwas besser sein, tatsächlich. Wir gehen mal noch einen weiter. Das heißt, wir machen hier nochmal eine Ausgabe. Halt erst die Wände. Markus, mach nicht zweimal den gleichen Fehler. Das wäre äußerst dumm, aber irgendwie auch nicht unüblich. So, wir splitten also hier dann nochmal. Ich hoffe auf der richtigen Höhe. Ja. Und gut, dann können wir auch gleich alle setzen, wenn wir schon dabei sind. Dann haben wir die erste Seite nämlich fertig. Zack. Zack. Und zack. Und jetzt müssen wir einmal gucken, wo wir fusionieren. Das heißt, hier geht die Hälfte ab. Das sind 135. Damit würde ich zwei nochmal versorgt bekommen, Minimum. Das heißt, wir fusionieren hier hinten. Da kommt der nächste Fusionator hin. Auf der richtigen Höhe, da brauchen wir erst eine Wand. Auch hier. Zack. Und dann brauchen wir hier einen Fusionator. Schön mittig.
damit das auch aussieht, wie es aussehen soll. Und dann hauen wir hier die... Das kommt nochmal weg. Das kommt auch nochmal weg. Denn wir können hier ruhig bis hinten rangehen. Mal gucken. Ja, bleibt trotzdem gerade. Und dann sollte das hinkommen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alles cool. Sehr schön. Das war schon die erste Wand. Damit ist die Hälfte vom Problem schon gelöst. Wir machen hier oben erstmal dicht. Logo, da muss noch eine Wand. Da auch. Ziehen hier einen Deckel drauf und dann sind wir glücklich. Können wir ruhig zumachen, oder? Ob wir dann nur die Decken angucken können oder nicht, ist, glaube ich, gehupft wie gesprungen. Na? Passt. Sehr schön, sehr schön. So. Dann kicken wir einmal, wie wir die hier am dümmsten anschließen. Weil sauber hoch wird nichts. Und die Eisenplatten kriegen wir da auch nicht nochmal rein. So, stimmt die Höhe? Ich sehe es gerade nicht. Ne, leider nicht. Ein Höhe. Und dann stimmt's. Sehr schön, den kriegt ihr schon mal. Schräubchen. Der auch und der auch und der auch. Fein, fein. So, gucken, dass wir immer an die Fusionatoren rankommen und nicht an die blöden Ein- und Auslässe. Jo, läuft und läuft auch. Sehr schön. Damit haben wir die erste Reihe schon mal mit Schräubchen versorgt. Jetzt kommen die, was brauchen sie noch? Eisenplatten, ne? Eisenplatten. Da brauchen wir wesentlich weniger, was das ganze Spielchen etwas erleichtern sollte. Ja, da haben wir nur zwei Bänder voll. Und die können wir ja bei zwei Reihen relativ easy aufteilen. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Lege ich hier nochmal eine Reihe drunter? Wäre, glaube ich, die sauberste Idee, oder? Oder ich lege nochmal eine daneben. Und mache das mit zwei Liften. Aber das irgendwie... Ist mir das lieber? Ich weiß es nicht. Obwohl, wir haben eigentlich noch... Ich probiere mal was. Moment. Die Idee könnte geil sein. Ziehen hier gerade rüber. So ist weit genug. Dann packen wir da schon mal Wände drauf, damit ich hier nicht eine totale Macke kriege beim Bauen. So. Ja, dann auch ruhig bis nach ganz oben. Und dann machen wir hier einen Einlass. Müssen wir beide nehmen? Ja, wir nehmen beide. Können wir die noch irgendwie umführen? Was ist hier drüber? Eigentlich nix. Ich habe ja jetzt ein bisschen ungeplant da... Oh, wo bin ich denn jetzt gelandet? So, dann können wir die eigentlich gleich weiter nach oben bringen. Warum sollen wir uns das so schwer machen? Die kommen von da. Lass mal nochmal weg. Dann können wir die doch eigentlich nach da führen gleich. Auf die Höhe. Dann machen wir nämlich so und so. Nehmen den ganzen Schmutz hier weg. Braucht eh kein Mensch. Ach, komm schon. So. Reißen den Scheiß nochmal ab.
Natürlich funktioniert das nicht, aber gut. So. Und so. Und dann gehen wir einfach von da. Ach, scheiße. Das klappt wie immer einwandfrei. Dann setzen wir da einfach. Na komm. Was nun? Ach, nicht genug Freiraum. Na gut, wir kommen trotzdem hoch. Und hier bescheißen wir einfach mal ein bisschen. Ich hoffe, so passt. Aber so eine saubere Kurve. Kann ich so damit leben? Eigentlich nicht. Missfällt mir. Irgendwelche Berührungspunkte? Nö, gar nicht. Geil. Dann nehmen wir das doch so. Das finde ich super. Dann kann das nämlich weg. Da kommt zu. Und dann haben wir hier schon mal die Eisenplatten. Die Hälfte muss nachher da hinten lang geführt werden. Die andere Hälfte. Kommt die. Ach, hier ist alles voll, ey. Das ist ganz schön scheiße eigentlich. Aber warum ist mit zwei Bändern alles voll? Weil ich hier so viele Fusionatoren habe und. Ja, kacke. Das heißt, wir kommen hier nicht bis nach ganz hinten durch. Wie muck wie das, wie muck wie das, wie muck wie das. Hm. Wir können hier nicht noch eine Platte nebensetzen, dann sitzen wir. Wir versuchen das mal. Wir gucken mal einfach, wie das aussieht. Zack, zack, zack. Und führen hier einfach nochmal einen Gang lang. Bis nach ganz hinten durch. Dann führen wir das Band einfach darunter durch. Ne, das heißt, wir haben dann. Na, ganz beschissen. Ganz, ganz beschissen mit dem da. Aber auch das kriegen wir gelöst. So, dann brauchen wir die hier. Hier ein, hier ein, hier ein, hier ein. Und hier passt das zum Glück. Ja, das wird super. Das klappt soweit. Setzen wir da noch einen drunter? Hm. Fundamente. Ich glaube, wir kommen da mit dem Band durch, ne? Wir machen mal einmal so und so. Dann gehen wir so. Und dann wird der Zugang. Jetzt noch die Höhe hinkriegen. So dadurch. Wenn die Höhe passen würde, was sie nicht tut. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie hoch ich war. Scheiße. So. Passt auch nicht. Okay, beim zweiten Strich. Also da. Und da müssen wir gerade sein. Dann führen wir einfach da das Band durch. Wie gut ist das denn? Finde ich das so in Ordnung? Ich probiere es mal hier nochmal. Aber ein bisschen anders. Und dann gucken wir mal, was mir besser gefällt. So. Und so. Und dann. Oh. Hier ist noch nicht angeschlossen, sehe ich gerade. Was soll das denn? Wie weit war ich da? 1, 2, 3, 4 und hoch. 1, 2, 3, 4 und hoch. So, dann kriegt ihr auch Schräubchen. Jo. So, und dann wäre hier wie beim anderen die 2. Da der Zulauf.
da so durch und dann würde ich das nämlich einfach zumachen. Wir gucken mal. Ob ich. Ach komm, das ist doch scheiße. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie rum richtig ist. Nimm mal weg. So. Und so. Und hier das gleiche Spiel. So und so. Wobei da offen bleibt. Und dann setzen wir da einfach Glass Foundations rein. Was jetzt natürlich nicht funktioniert. So. Spiel, damit du glücklich bist. Und die setzen wir so. Das ist natürlich ziemlich wuchtig, ne? Das war seltsam. Kriegen wir da noch eine... Ne, müssten wir erst die Fundamente setzen und dann das Band rüberziehen, dann wird's gehen. Gucken wir einmal. Ey! Jetzt haben wir's. So eins. Du auch nochmal weg. Warum geht das jetzt nicht? Nicht genug Freiraum. Wieso das denn? Ziemlich rollen. Nehmen wir das Band auch nochmal weg. Und dann das da. Und dann können wir noch hoch im Springen, Fragezeichen. Theoretisch ja, praktisch nein. Geht doch. Und dann gehen wir einfach da innen, komm, innen, 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 innen. Will er nicht, die Sau. Snap da einfach da an. Komm, snap, snap. Ja, ich baue eine Scheißrampe hochspiel. Meine Güte. Wenn es dir denn so schwer fällt, dann bauen wir nämlich darüber und nehmen, nachdem wir Wände hingezogen haben, möglichst richtig rum. Dann würden wir nämlich die hier wegnehmen. Und dann haben wir das Band sauber da drauf. Und dann ist dies etwas weniger wuchtig. Die Frage ist, gefällt mir das? Oder was gefällt mir besser? Oh, ich sehe gerade, das läuft hier auch komplett schief. Das finde ich eigentlich gar nicht so geil. Deswegen machen wir einmal... Man müsste da doch auf die Kante sitzen können. Wir probieren aus. Ey, hab ich da jetzt gelandet? Mitten im Nirgendwo. Und... Na komm. Gut, dann mach's halt nicht. Assi. Jetzt komme ich hier nicht vernünftig hoch. Mann ey. Nervender Scheiß. Ja, das geht. Das passt auch. Und dann hier rüber. Aber da sind wir dann leicht abfallend, ne? Naja, gut. Kann ich, glaube ich, mit leben. Und jetzt gucken wir mal, was mir besser gefällt. Da machen wir nochmal zu. Und da ändern wir die Wand. Oh ne. So. So und die da drunter. Was gefällt mir besser? Der ist ein zu flach. Wenn der Maus richtig. Da müssen wir hin. Das sind 2 und hoch. Wenn ihr euch fragt, was ich mit 2 und hoch meine, ich meine immer diese Zwischenstreben, die da rauskommen. 2 und hoch, die finde ich zum Messen tatsächlich ganz angenehm. Nee, das ist mir hier zu wuchtig. Wir machen das mit dem. Alles weg. Weg, weg, weg. Das bleibt. Nee, das bleibt auch nicht. Und dann setzen wir hier einfach auf die...
die Teile drunter. Versuchen nochmal hier zu bauen. Hat ja eben schon grandios nicht funktioniert. Zack. Gehen hier hoch und wieder runter, weil ich irgendwo anders hingucke, nämlich dahin, wo ich spielen sollte. Na komm. Ach, dann leck mich doch. Mach es halt so. So. Und jetzt sollte es etwas leichter werden. Ups. Oh, so kann man das alles super bauen, ehrlich. Wieder nix. Wieder nix. So, jetzt bin ich auf der Höhe. Leck mich, Spiel. Leck mich. So, und dann daran. Ja, ich glaube, so finde ich das gut. Was man nochmal gucken könnte, ob man... Nee, der ist schon minimale Höhe. Und hier können wir das sowieso ein bisschen anders machen. Hier haben wir ja sowieso den Turm. Der sitzt falsch. Den müsste ich breiter machen jetzt. Nee, das finde ich doof. Nö, den mache ich auch nicht breiter. Ich ziehe jetzt einfach überall die Teile drunter. Es ist stilistisch tatsächlich dadurch jetzt ein bisschen Kuddelmuddel. Also im ganzen Gebäude, ne? Also ich habe hier drunter noch einen anderen Baustil und hier jetzt den. Das wirkt alles ein bisschen komisch. Aber ich finde so zum Ausprobieren finde ich das echt gut. So, zwei und hoch. Zwei und hoch. Zwei und hoch. Und zwei und hoch. Machen wir komplett rüber. So, dann kann nämlich die Wand da weg. Und die ganzen Wände können dann nachher auch weg. Rampe hoch und ab geht's. Die kommen alle weg. Zip. Tatsächlich können wir die andere Eisenlane einfach hier rüberlaufen lassen. Du kannst auch weg. Hier kommt... So richtig? Nee, so ist nicht richtig. So ist immer noch nicht richtig. Spiel. Machen wir nicht fertig. So. So, das heißt, wir gehen dann erstmal nach hier hinten rüber. Sind dann erstmal gleich ein zu weit. Markus der Held. Und hier kommen aber Platten. Sehr schön. Bis hier. Wieder ein zu kurz. Meine Güte. Naja, kriege ich gleich Platten ins Inventar. Ist ja auch schön. Und ein bis hier. Das müsste soweit passen. Da kommt nachher ein Dach drauf. Und dann hauen wir jetzt einmal die Splitter hin. Bevor es weitergeht. Na. Zack. Aber ich befürchte, dass die Förderbänder jetzt nicht angesnappt sind. Das heißt, die müssen wir auch gleich nochmal alle wegnehmen. So, und hier wird es ja tatsächlich ganz interessant. Denn hier müssen wir das innen machen. Wie gut ist das denn? Und hier auch einen Splitter auf die richtige Höhe. So, man kann das eine Band hier fleißig durchlaufen und das andere ziehen wir dann nach. Sind wir schon mal bis hier. Da laufen Eisenplatten. Jetzt können wir auch gleich gucken. Laufen hier auch Eisenplatten? Ne, da ist noch nicht eine angekommen. Das heißt... Von da nach da.
Und dann gucken wir, kommen da Platten? Jetzt kommen Platten, sehr schön. Kommen hier auch Platten? Hier kommen auch noch keine Platten. Das heißt, nochmal runter und rödel, rödel, rödel. Platten. Machen wir es doch gleich richtig, oder? Nicht wie beim letzten Mal? Ja, wir brauchen erst die hier. Einmal, zweimal. So. 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 Da machen wir nochmal auf. Setzen eine Wand drunter. Und drehen das Ganze. Sauber. So, jetzt bräuchte ich hier oben eigentlich einen Gang und kann ihn nicht lang bauen. Das ist ganz schön scheiße. Kriegen wir uns hier oben irgendwie durchgemogelt? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Ich müsste da auf die Mittelsäule kommen. Dann können wir uns hier einmal lang schnängeln. Müssen die nachher nur wieder abreißen. Oder wir lassen sie dran. Wir müssen mal gucken, wie das aussieht. Na komm. Ja, da auch noch ein. Und da auch noch ein. Und dann können wir das hier lang ziehen. Zack. Erstmal bis. Genau. Da. Bis. Oh, sieht man das beschissen. Und wir sollten hier stehen. Weil sonst kommen wir hier gleich nicht mehr lang. Und ich glaube, den einen habe ich jetzt kurz gebaut. Wir gucken mal einmal. Nochmal rüber. Boden zu steil ist. Aha. Aber das müsste trotzdem gehen. Wenn wir einen weiter hinten sind, als wir maximal können. Ich glaube, das sieht sogar besser aus. Wenn, dann muss ja richtig, ne? Und jetzt sehe ich ja auch das Gefälle. Ich will nochmal probieren, ob wir nicht einen weiter runter können. Machen wir auch gleich hier. Ja, ja, nicht genug Freiraum, ist klar. Und ob wir da nicht besser hinkommen. So. Sehr schön. Und dann hier lang. Klasse. Und dann ist das, glaube ich, auch gerade. Ne, den haben wir. Den geht's nach oben. Das bringt uns auch nichts. Schade. Da kriegen wir nicht genau eine Höhe hin, aber wenn ihr damit leben könnt, kann ich es auch. Wenn ihr nicht damit leben könnt, schreibt mir, dann mache ich es nochmal neu. Dann würde ich es tatsächlich nochmal umbauen. So, ein Gekrebsel hier, ey. Meine Fresse. Zack. Und ran ans Band. Rüber. So, das wäre Maximum. Ein zurück gehen wir. Oh, ist das eng. Meine Fresse. Das ist Maximum. Ein zurück. Sehr schön. Und hier ist das gleiche. Und auch das letzte. Das ist Maximum. Ein zurück. Und dann sollten alle dran sein. Zu teuer. Ich werde verrückt. Ich habe keinen Stahl mehr. Gut, dass ich vorgesorgt habe. Ich hoffe, ich habe auch ein bisschen Stahl eingelagert. Ich hätte gedacht, mit dem, den ich habe, komme ich jetzt ganz gut zurecht, aber offensichtlich nicht. Ja, wir haben noch was da. Ja, ich habe uns ein bisschen Baumaterial hier hingestellt, damit das alles auch passt. Der ist aber nicht ein zurück und der auch nicht. Der schon. Gut, die beiden vorderen mache ich dann nochmal. Der Optik halber. Sonst hängen die da so halb in der Luft und das finde ich, glaube ich, auch ganz schön scheiße. So. Und der, die das letzte. Ich glaube, hier ziehe ich dann auch Rahmen lang. Der Vollständigkeit halber. Und bis hier.
Gefällt mir der Look? Ich weiß nicht. Es ist mal was anderes, von daher geht's klar, aber geht auch geiler, ne? Oh, scheiße, da war ich schon auf der richtigen Strebe und bin wieder runtergesprungen. Verdammte Axt. So, hier nehmen wir nochmal weg. Weil wegen es nicht gefallen. Und drunter. Ach, komm schon, ey. Ätzender Fickfuck. Was war das denn für eine Nummer? Willst du mich rollen? Meine Fresse, jetzt komm. Hat die ganze Zeit gut geklappt und jetzt sollst du es noch einmal machen, denn es ist zu viel. Versuchen wir nochmal die Seite hier. So. Mann, ey! Verdammte Ficky Fickfuck. So. Jetzt krieg ich da lang. Krieg ich da halt nicht lang. So. Maximum. Ein zurück. So, wie kriege ich das jetzt da drüben hin? So schon mal nicht. Dann machen wir es von hier aus. Sollte auch gehen. Weg. Weg. Und weg. Dann haben wir Maximum. So viel zum Thema, von hier aus sollte auch gehen. Perspektive ist eine Bitch. Aber eine richtige. Super gut. Also versagen kann ich, ne? Aber ich rede drauf. So. Maximum. Und. Wie? Wie Boden zu steil? Was ist das für ein Bullshit? Eben ging's doch. Nu, aber du sollst da auf diese scheiß Strebe. Das ist viel zu weit zurück. Das ist ja Bullshit. Die sitzen anders, sehe ich jetzt erst. Warum sitzen die auf einer anderen Höhe? Das ist ja totaler Blödsinn. So, daneben sollt ihr. Und dann probieren wir das nochmal. So, maximal. Ist das so weit zurück? Das sah von der anderen Seite viel weniger aus. Aber gut. Wird wohl stimmen, ne? Stimmte bei den anderen ja auch. Gucken wir mal. Ja, kommt hin. So. Ich finde es, glaube ich, so erstmal okay. Damit kann ich arbeiten. So, holen wir das zweite Band rüber. Na nö, habe ich hier keine Leitlinie. Dann eben nicht. Dann eben nicht. Na, bis wohin kommen wir? Bis hier. Okay. Zip. Und dann brauchen wir hier noch ein Tor. Beziehungsweise wir brauchen kein Tor, weil wenn wir hier ein Tor bauen, dann kommen wir hier nicht lang. Wir brauchen stattdessen so eine nette kleine Strebe hier. Die müssen wir auch auf die Seite bauen. Nee, so nicht. Bisschen weiter rüber. Bisschen weiter rüber. Danke. Eine kommt hier hin. Und eine kommt dann entsprechend hier hin. Und wir lassen dem wieder genau eine Fundamentlänge Zeit, um nach hier zu kommen. So. Jetzt nochmal so. Na komm, snap da an. Ah, ich glaube, ich bin verrutscht. Ach komm schon. Da hat man einmal ein bisschen nervösen Finger. Das kommt bei raus. Immer noch nicht. Na nü. So ein Knick in der Optik? Wieso habe ich so einen Knick in der Optik? Uah, Förderband, Förderband, Förderband. Hier, komm in die Mitte. So. Und jetzt. Ne, da nicht. Da ist ja Quatsch.
Förderband. Förderband weg. Jetzt stehe ich wieder hier. So, habe ich immer noch so einen Knick? Jetzt ist gerade. Sehr schön. Und dann gehen wir von hier nach... Nicht daran, weil es nicht passt. Shit. Shit, shit, shit. Dreh dich mal. Jetzt kriege ich hier wieder nicht... Ich finde nur diesen Teil hingesetzt. So. Jetzt müsste es passen. Und wir haben eine saubere Kurve. Geile Meile. Okay. Hier habe ich noch keinen Ständer hingebaut. Ey. So. Zack. Und dann passt das. Ne, kann die Sachen hier gemeinsam rüberschippern. Sehr schön. Sehr schön. Ich habe eine Sache nicht bedacht und das ist das. Fuck, ey. Das heißt, ich mache die ganze Chose nochmal. Nur mit dem Fundament drauf. Also nochmal eine ganze Ecke schwerer. Und zwar mit allen Sachen, die ich hier hochgezogen habe. Scheiße, ey. Wie sehr nervt das denn? Müssen wir mal gucken, ob die auch im Weg sind. Oh, nee, die kann ich stehen lassen. Wie gut ist das denn? Das heißt, der kann hier hin. Der kann dahin. Und du kannst auch wieder hierhin? Fragezeichen. Gerade, nicht gerade, gerade, nicht gerade. Gerade, sehr schön. So, dann kommt hier dieser vermaledeite Mast wieder, den ich vorhin schon nicht sauber hingekriegt habe. So passt's. Da auch sauber ein rauf. Haben wir die Kurve. Sehr schön. Pflanzen dann gleich mal ein Dach rüber. Damit wir hier nicht wieder in zu Problemchen kommen. Und dann ziehen wir die Bänder hier lang. Und keine Sau merkt es am Ende. Ja, ist ein bisschen glitchy, räume ich ein. Aber es ist in einer Form glitchy, die ich nachher nicht sehe und auch nicht schlimm finde. Na komm. Einmal rüber. Und der läuft dann hier weiter und der geht runter. Das Band lasse ich da, weil der ja nachher... Ne, hier ist dann die zweite Reihe, ne? Hier sind die Zugänge... Ne, da sind die Ausgänge. Der muss dann hier lang. Das wird interessant. Dann arbeiten wir hier gleich mit drei Reihen. Wir müssen ja hier lang. Ach du Scheiße. Das wird interessant. Wie mogi das denn? Ich wollte jetzt sagen, ich mache das hier einfach im Zeitraffer. Beziehungsweise mache den gleichen Aufbau hier nochmal. Aber das mache ich ganz offensichtlich nicht. Ey. Denn hier kann ich das gar nicht so bauen. Zack. Das ist ja scheiße. Da muss ich mir kurz was überlegen. Jetzt hat die Aufnahmezeit. Wir haben eine Stunde schon fast wieder voll. Wir werden einfach nicht fertig mit der Hütte hier. Aber gut, jetzt kommt auch gerade ein bisschen der interessante Kram, wo man gucken muss, wie man es hier vernünftig verpackt, ne? Wieso bist du hier so versetzt? Was ist denn das für ein Blödsinn? So musst du. So, und ich glaube, dann bringe ich am Ende die Bänder noch ein bisschen zusammen, damit ich hier einen Dreifachausgang habe. Da muss ich mir trotzdem irgendwie einen Schädel machen. Ja, muss ich nach oben ausweichen, hilft ja alles nichts. Dann muss hier tatsächlich eine Etage drauf. Also hier noch nicht, aber da hinten dann. Ne? Also ich wüsste nicht, wie ich es jetzt anders lösen soll. Dann würden wir quasi hier nochmal lang gehen. Sodass von oben dann nachher die Eisenstangen kommen.
So, gehen wir ganz rüber. Klick, 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 klick. Und nee, hier brauchen wir das gar nicht. Hier ist ja nachher nur die Zufuhr. Und dann ziehen wir die hier erstmal alle rüber. Aber das muss schon dicht. Jetzt habe ich so... Naja, gut. Ist wie es ist. Da machen wir es ja nur, weil da nochmal eine Wand drüber kommt. So, dann kommt das hier weg. Und dann ziehen wir die Kumpels doch einfach einmal hier lang. Gucken, wie weit wir mit dir kommen. Nur bis hier. Das heißt, wir gehen bis hier hin. Und machen dann so. Mit dir handhaben wir das ähnlich. Wieso kriege ich hier keine Leitlinie angezeigt? Das nervt mich ein bisschen. Ich sehe auch schon wieder nicht, ob es vernünftig gerade ist. Ja, aber das Spaltmaß scheint zu stimmen. Das ist schön. So, und... Ja, so hätten wir eine saubere Kurve, ne? Aber ich glaube, ich lebe einfach in dem Fall mal so damit. Und hab da keinen Glitch, das passt. So, jetzt haben wir aber die Freunde hier. Muss ich einmal gucken, wo sind hier die Füße? Einer ist da. Da sind sie. Das heißt, hier setzen wir auch so einen hin. Und ziehen dann bis hier durch, natürlich. Ach komm, echt jetzt? So, sind dann bis da. Rutschen dann hier wieder rüber. So, und das funktioniert natürlich dann nicht. Wir müssen dann einmal hier hin. Sitzt das? Ja, das sitzt. Okay. Dann gehen wir bis hier. Rutschen hier wieder einmal durch. Zack. Und bauen dann ganz stumpf und trocken hier nach oben. Und sind dann hier. Ja, anders geht's nicht, ne? Anders kriegen wir das hier nicht lang gebaut und ich will keine Förderbänder an der Außenfassade haben. Das wollte ich eigentlich vermeiden. So, das heißt also, wir ziehen dann hier. Zack, zack, zack. Die Dinger lang. Und tun das tatsächlich auch bis hier. Und hier auch noch. Und dann passt das doch irgendwie. Dann können wir leider keine Dings bauen. Hm. Na, ist in Ordnung. Es ist jetzt nicht die eleganteste Lösung, aber es ist eine Lösung. So, da gleich mal dicht. Und da brauchen wir nicht. Hier können wir dann so machen. Das heißt, hier kommen die hin. Da. So. So. Und hier der, die das letzte. Zack. Und darunter auch nochmal. Eine andere Lösung fiel mir gerade nicht ein, tatsächlich. Jo. Und da dann so dicht machen. Zack, zack. Das heißt, theoretisch können die nachher anlaufen. Super gut. So. Die schließe ich denn bei Zeiten an. Das muss ich euch jetzt nicht nochmal zeigen. Das ist irgendwie Blödsinn. Du kommst nochmal weg. Und hier ziehen wir für die Abfuhr. Ah, jetzt geht mir der Beton aus. Ich glaube es ja wohl nicht. Entschuldigt. Haben wir noch Beton? Wir haben noch Beton. Sehr schön.
Markus hat gut genug vorgesorgt und musste in der Folge bisher noch nicht einmal hin und her rennen. So, und hier kommen dann die Produkte rein, tatsächlich. Zack. Zack. Die setzen wir auch gleich noch ran. Und dann haben wir tatsächlich das erste Teilprodukt für die schweren modularen Rahmen endlich fertig. Ich glaube es kaum. So. Wie hoch war das? 1, 2, 3, 4 und groß. 1, 2, 3, 4 und groß. Ja. 1, 2, 3. Das ist doch zu hoch, oder was? Das sieht so hoch aus. Kommt das hin? Ja. Stimmt, genau. Scheiß noch eins. Zack. 4 und groß. 4 und groß. 4 und groß. 4 und groß. Einmal rundrum. Zack. Zack. Dann sieht das doch schon mal weit besser aus hier oben, oder was? 1, 2, 3, 4. Unglaublich. Wer hätte das gedacht? Dass es hier nochmal so weit kommt. Wahnsinn. So, dann wird der ganze Kram da oben angeschlossen mit zwei Fusionatoren. Und dann ist das auch schon mal gut. Das hier kommt weg. Das brauchen wir tatsächlich nicht. Und da kommen auch Schigi-Wände rein. Und dann steht das doch. Ne, also, um das Ganze hier mal ein bisschen zu beschleunigen, werde ich bis zum nächsten Mal dann da oben alles einrichten. Und dann ist es hoffentlich bald soweit und wir können die scheiß Fabrikatoren bauen. Wir brauchen dann noch, wir müssen noch die Stahlschmelzen anschließen. Und wir müssen noch ein paar Schrauben herstellen für das Endprodukt tatsächlich. Und dann war's das. Dann brauchen wir nur noch Kohle zu führen und dann sind wir fertig. Jetzt sagt die Uhr, 57 Minuten. Scheiße, noch eins. Wir sind tatsächlich durch. Wir gucken mal nochmal nach den Stahldingen. Oh Gott, ich verliere hier gerade ein bisschen die Orientierung. Ändere ich das auf der anderen Seite auch noch so? Ich bin tatsächlich versucht, ne? Ja, ich glaube, ich werde das auf der anderen Seite parallel dazu bauen und dann bis unter die Decke. Ich glaube, das gefällt mir besser. Das geht mir zu weit nach unten. Ne, das heißt, den ganzen Schnullifax hier, den reißen wir ab. Ne, das war eine nette Idee, aber ich war vorhin schon nicht so richtig davon überzeugt. Und ich bin es jetzt immer noch nicht. Dann mache ich es lieber so und dann habe ich es einheitlich. Ne, dann läuft es auf beiden Seiten gleich lang. Ja, das gefällt mir besser. Viel besser. So, dann haben wir hier noch unsere, was machen wir? Stahlbetonwerke. Okay. Wenn wir schon mal dabei sind, designen wir das doch auch gleich noch. Hier hin, hier hin, hier hin. Das dürfte immer noch 4,5 hoch sein. Zack. 1, 2, 3, 4,5 hoch. Die Zufuhr haben wir da ja tatsächlich schon. So, dann kommen dahinter nachher Fusionatoren ran. Die können theoretisch auch schon laufen. Und dann wird das alles von da aus. Aber richtig rum bitte. Hier rüber geführt. Und hier muss ich dann schon wieder überlegen, wie viele Bänder habe ich denn hier? Ich hole hier den Stahlbeton lang und ich hole hier die schweren modularen Rahmen, die schweren Eisenplatten lang, die ich beide, eigentlich brauche nur zwei Bänder. Das heißt, ich kann recht easy, ich glaube sogar ohne was umzubauen, hier nochmal so ein Tor hin, Turm hinsetzen. Quatsch, das ist ja ein Blödsinn.
So, so, so. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann sieht man den ganzen Schnulli nachher nicht. So. Geht nicht bis nach ganz oben, oder? Nee. Daran wollen wir jetzt auch nicht sparen. Ach, das war auch noch falsch. Da muss ein ganz anderes Ding rein. Zwei Bänder kommen, zwei Bänder gehen und die ganz oben ist falsch rum. Scheiße, noch eins. Zack. So, und dann wird das hier nachher runtergefördert. Und passt alles irgendwie. Können wir hier eigentlich... Hier würde es gehen und hier würde es auch gehen. Glitscht das irgendwo durch? Es glitscht nirgendwo durch. Ich glaube, dann mache ich das sogar zwei breit. Und habe das hier komplett abgedichtet. Wie gut finde ich das denn? Das finde ich klasse. Zack, 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 zack. Haben wir hier tatsächlich noch mal ein bisschen was anderes drin. Das finde ich gut. Da kommen die lang. Und dann auch komplett mit denen, glaube ich. Ich habe es da schließlich auch so gemacht. Finde ich das okay? Ja, das finde ich okay. Das muck wieso. Und hier ziehen wir dann einfach komplett eine Wand runter. Dann sieht das auch sauber aus. Dann hat das Stockwerk sogar ein paar Ecken und Kanten. Wie gut finde ich das denn? Alles trotzdem noch relativ aufgeräumt. Und ja, das gefällt mir. Finde ich gut. Na, und jetzt passt mal auf. Ich mache einen Zauberschnips. Tada! So einfach kann es gehen. Alles fertig. Na, ist das nicht schick? Jetzt macht's doch wirklich was her. Die Bänder sind alle gleichmäßig verteilt. Alles ist angeschlossen. So habe ich mir das so vorgestellt. Ne, jetzt braucht der ganze Spaß nur noch ein bisschen Strom. Das sollte auch nicht das Problem sein. Und dann kann die Produktion hier auf jeden Fall schon mal anlaufen. Und wir sehen dann langsam auch, ob die Eisenplatten und Schrauben so ausreichend sind. Hier hinten brauchen wir tatsächlich noch ein bisschen Kohle, bevor das richtig laufen kann. Aber die ersten Maschinen müssten trotzdem schon laufen können. Genau, nämlich die beiden, die voll und die zur Hälfte. Und dann würden wir auch schon den ersten Stahlbeton bekommen, der sich dann erstmal auf den Bändern sammeln kann. Ich habe die Bänder jetzt erstmal bis hier gezogen. Ne, die gehen dann, machen wir bei der nächsten Folge, hier hinten noch rüber. Laufen dann hier nach unten. Und kommen dann in die finale Halle. Tatsächlich muss hier oben auch noch ein bisschen was lang. Ne, wir haben ja hier zum einen noch die Eisenrohre. Die wir, glaube ich, weiter nach oben verbannen werden. Die müssen nämlich rüber. Die brauchen wir für die schweren Nulanrahmen dann tatsächlich auch. Und hier müssten auch noch, genau, da hinten liegen noch ein paar Barren und ein paar Rohre. Die müssen auch verlegt werden. Die kommen auch hier nach ganz oben. Und werden auch hier rüber geschifft. Weil wir daraus noch ein paar Dings machen müssen. Ein paar Schrauben. Ne, die, das könnte... Dings wahrscheinlich gemeint haben, als er meinte, hier, die fehlen noch Schrauben. Ja, mir fehlen noch Schrauben. Aber tatsächlich erst für die Rahmen selber. Ne? Da werden hier nochmal 4 bis 5 Schmelzen gebaut. Na, nö, 5. 5 Konstruktoren. Und dann werden die Fabrikatoren hier schön aufgereiht. Und dann ist der Spaß tatsächlich, warum fehlt da ein Fenster? Tatsächlich fertig. Die Riesenhalle hier haben wir nur für 5 Konstruktoren und 2 Fabrikatoren. Geiler Scheiß. Dann steht das Ding in der nächsten Folge tatsächlich fertig. Dann fehlt nichts mehr. Dann ist die Hütte abgeschlossen. Ne, bevor ich das nächste Video anfange, wird hier schon überall Strom verlegt sein. Und dann können wir wieder andere Dinge machen. Ich freue mich. Meine Fresse, noch eins. Wird auch Zeit. So, wie dem auch sei, ich danke euch fürs Zugucken. Schön, dass ihr in der letzten Folge so viel kommentiert habt. Ich würde mich freuen, wenn das beim nächsten Mal so weitergeht. Hier würden vielleicht noch 5 Konstruktoren hinpassen. Vielleicht bauen wir auch hier Konstruktoren hin. Ich weiß es noch nicht, wir werden es sehen. In jedem Fall
hoffe, ihr hattet ordentlich Spaß. Wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Und ja, haltet die Ohren steif. Macht keinen Scheiß. Ne? Corona ist gerade wieder auf dem Vormarsch und wir dürfen ruhig alle ein bisschen aufpassen, damit das hier nicht komplett in die Binsen geht und wir wieder alle zu Hause eingesperrt rumsitzen und ihr alle meine Let's Plays gucken müsst. Das wäre ja Endskacke. Corona hat auch was Gutes, zumindest für mich. Ansonsten allerdings auch nicht viel. Das ist alles, was an Gutes über Corona zu sagen wäre. Aber egal. So, wie dem auch sei, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Macht keinen Scheiß. Euer Ragnar Bertholdsson.